Hände weg von unseren Kindern. Das ist einer der Slogans der Demonstranten am Donnerstagabend. Es waren über 1000, die auf der Bieler Strasse demonstrieren. Einer der Gründe, der Bundesrat empfiehlt, auch Kinder ab 12 Uhr zu impfen. Die Kinder können sich für das entscheiden, auch ohne die Eltern zu fragen. Ich bin vor allem dafür, für die Kinder zu schützen. Ich bin heute hier, weil ich das Gefühl habe, ich muss mich für die Rechte meiner Kinder einsetzen. Es geht immer wie weiter. Wir reden jetzt von Impfungen für Kinder. Die Kinder können noch nicht entscheiden, ob das etwas Gutes oder etwas Schlechtes für sie ist. Man weiss genau nichts über die Langzeitfolgen. Moi, j'ai des enfants, ils sont vaccinés. Ich habe Kinder, die sind geimpft. Aber die, die es nicht wollen, die nicht können, die ungleich zu behandeln, das ist nicht richtig. Voilà, c'est juste pas okay, en fait. Am Tag nach der Demo schauen wir, was Bieler Politiker dazu meinen. Der Mitte-Stadtrat, der Mohammed Hamdaoui, oder SVPler Korab Rashidi sind beide nicht gegen die Impfung. Aber wenn es die Minderjährigen geht, gehen ihre Meinungen auseinander. Die Todespitalisation für die Jungen und die jungen Adulten. Die Hospitalisierungszahlen von Jungen und Kindern sind in Minderheit. Darum sind für mich die Eltern verantwortlich für ihre Kinder und nicht der Staat. Die Parents sind verantwortlich für ihre Kinder und nicht der Staat. Es hat eine gesundheitliche Begründung. Mehr und mehr Leute stecken sich an. Die andere anstecken, sind die Jungen. Darum ist es klar, dass man die Impfkampagne auf die Bevölkerungsgruppe ausrichtet, die sich bis jetzt hat geweigert, sich zu impfen. Sei es, weil sie sich nicht aus Risikogruppen angeschaut hat oder aus einem anderen Grund. Das ist für alle eine Eigenverantwortung. Ich denke, die Jungen können das. Aber es ist auch die Ausweitung der Covid-Zertifikatspflicht, die die Leute zum Demonstrieren bringt. Ich finde, die Zertifikatspflicht ist eine Erpressung. Das ist eine Erpressung zu einer Impfung. Und ich finde, in einem Land wie in der Schweiz darf man die Bevölkerung nicht so erpressen. Ich respektiere alle Ansichten. Aber ich will nicht, dass man mich dazu zwingt, etwas zu machen, was ich nicht will. Klar, ich schütze andere. Hier ist es etwas komplizierter, aber es ist einfach eine persönliche Entscheidung. Politiker haben ja zum Covid-Zertifikat eine eigene Meinung und zu dem, ob das wirklich eine Demo wert ist. Das hier ist ein intergenerationeller, interkultureller Mix von Leuten, die jetzt das Gefühl haben, dass sie jetzt nicht mehr in einem Rechtsstaat leben. Mit diesem Covid-Zertifikat fühlen sie sich gezwungen, sich zu impfen. Es versteckt sich also eine obligatorische Impfung. Das ist legitim. Ich verstehe die Frustration schon. Ich verstehe vor allem die Revolte der Beizer, die seit der Ausbreitung des Covid-Zertifikats leere Gaststuben haben. Das ist ein echtes Problem, das wir lösen müssen. Aber für mich ist die Freiheit nicht Egoismus. Für mich heisst die Freiheit auch Verantwortung zu übernehmen und solidarisch sein. Und das darf man nicht vergessen. Auf Anfrage von Telebilang bestätigt die Kantonspolizei Bern, dass es ausser ein paar Verkehrsstörungen zu keinen Auseinandersetzungen bei Demo am Donnerstagabend kam.